So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Talk About VBT, Mike Jones Main gegen Pete. Mein Lieblingsbattle im Achtel und ich hab Bock, die Runden zu gucken. Was sagt ihr denn so zu dem Battle? Boah. Ich mag Pete. Ich finde das sehr einseitig. Okay, da bin ich immer mal gespannt dann für wen. Okay. Dann gucken wir als erstes mal in die Hinrunde von Mike Jones Main rein. Oh, damn. Mike Jones. Oh, damn. Oh. Ich brauch keine besseren Videos, erstmal brauch ich bessere Gegner. Das ist wie Karma, wenn ich zuerst sag, dass Titch und Morty nichts eigenes hätten und jetzt hab ich den da. Ich mein besser als gar nichts, aber schlechter als jeder. Du bist mein erster gefährlicher Gegner, weil wenn ich verliere gegen dich, wäre das peinlich. Obligatorischer Diss gegen Reiben, dass ich bei Inside Shop bin, sollte reichen. Zieh mal die scheiß Wintermütze aus, du kleiner schwitzender Fettsack. Du rappst deine Scheiße so hart, ohne Druck, keiner will dich als Backup. Guck, du bist uncool wie deine Crew, Junge, und du hängst so hart an Kreis. Schwärmst du lässt ihn seit einem Monat nicht wegen einer Hook in Ruhe, in der nur hustet. Du bist so ein Typ, der jede Runde ne Gasthook hat, aber keiner von diesen Gasthooks hat Bock, dass du mal eine Gasthook machst. Krasses Community-Kid. Ich fuck dich ab nur mit dem Beat, weil dir fehlt dafür der Druck in der Stimme. Ich glaub nicht, dass die Distortion das singen. Okay, ich mach mal hier den Cut. Also, mit Abstand die stärkste Line war für mich eigentlich die Tile-Line. Und ansonsten, ja, vielleicht noch die Line, du bist mein. Nee, du bist für mich der schwerste Gegner oder so. Gefährlichste. Gefährlichste Gegner, weil wenn ich gegen dich verliere, wäre das peinlich, genau. Die fand ich auch noch ganz gut, aber die anderen Lines waren sehr, sehr oberflächlich und die fand ich nicht wirklich gut. Sehe ich auch Besser so. als gar nichts, schlechter als jeder, fand ich einen schönen Spruch. Also schön, dass wir da zumindest einer Meinung sind, das ist gut. Ja, also die mit dem kleinen schwitzenden Fettsack, also. Also der ist weder klein noch ein Fettsack. Vielleicht das mit der Winterjacke könnte man so noch ein bisschen als Front sehen, aber fand ich echt nicht so stark. Also. Auch dass Aber er. selbst wenn er ein kleiner schwitzender Fettsack wäre, wäre es ja keine Punchline an sich. Ja, gut, das stimmt auch. Und auch, dass er keinen Druck in der Stimme hat. Also finde ich jetzt gar nicht. Also, was ich an Pete gerade so interessant finde, was auch wieder die ersten Lines von Mike Jones Main so ein bisschen nach hinten stellt, ist einfach, dass er so viele verschiedene Stimmen hat. Ich meine, ganz hohe Stimme, er hat so eine tiefe Stimme, er experimentiert viel mit seiner Stimme. Also ich finde, er hat eine sehr, sehr interessante Stimme. Und er hat auch durchaus, wenn er das will, eine mit Druck. Also, ja. Gut, dann hören wir mal weiter. Ah, fick mal deinen erbärmlichen Tapit, Mann. Wie kann man so unmusikalisch sein, wenn man Beats macht? Erklär mir das mal. Ha. Meine Battles hättest du nicht gepackt. Meine Fans haben guten Geschmack. Keine Konkurrenz zu A-Buff, so damn. Du hast nur Filmzitate im Intro der Runde und schlechte Pitches im Outro der Runde und fremde Parts in der Mitte der Runde. So damn. Ha, krasses Konzept, wenn man davon ablenken will, dass man voll wack ist. Der übertreibt es als Fein über mein Überstyle. Übel, als ob der was davon hätte, aber hat kein Style. Pete verbringt den ganzen Sommer im Wintermützchen. Wie der riecht, ist höchstwahrscheinlich widerlich. Ha! Es gibt von dir kein Part mit Druck in der Stimme, Mann. Ich glaub, du denkst echt, du Pussycat singen. Und je ernster du rappst, desto lustiger klingst du. Dein Style sieht nur als Parodie, darum will von dir keiner Musik. Alter, mach besser einfach nur Beats. Könnte sein, dass ich im Viertel einen davon pick. Also die Beatline fand ich noch ganz nett. Ansonsten die mit der Mütze, okay, Pete trägt ja schon oft so eine Mütze. Mann, das Auto geht echt lang. ja. Und sonst, also, es waren schon ein paar bessere Lines drin im zweiten Part, aber jetzt auch nichts irgendwie,
was jetzt so extrem raussticht. Also es tut mir eigentlich fast schon so ein bisschen leid, dass wir Mike Johns Main hier so runter machen. Aber Punchline-mäßig war die Runde wirklich nicht stark. Also die Leute haben das ja übelst abgefeiert. Ich denke mal, dass wahrscheinlich dieses Video hier auch wieder ein paar Daumen runter bekommen wird. Aber ich kann hinter der Faszination Mike Jones Main höchstens noch verstehen, weil er halt so was Eigenes auch an sich hat und so einen geilen Flow hat. Das ist das Einzige, was ich verstehen kann. Aber battletechnisch ist das echt nicht gut gewesen. Also. Ja, das sehe ich auch so. Dieses je ernster du rappst, desto lustiger klingst du, fand ich noch ganz gut. Ja, die ist gut. Ja, okay, das auf Pete bezogen kann man auch noch als Line nehmen, die gut ist, ja. Gut. Dann der Konter von Pete. Du brauchst keine besseren Videos, erstmal brauchst du bessere Texte und bessere Videos. Das muss eine göttliche Fügung sein, wenn ich sag, dass du sagst, dass deine Gegner nichts Eigenes haben und dann sagst du das wirklich. Also ja, da gäbe es dann Gegnern wohl kaum einen schlechteren für dich. Ach du Scheiße! Wie widerleg ich jetzt den Z-Job-Gang, wäre krasser als meine? Dass meine Crew deine Crew im Turnierverlauf schon mal geschlagen hat, das sollte reichen. Zieh mal die scheiß Winterjacke aus, du dummer kiffender Wichser. Du hast so hart keinen Bock in deinem Video zu sein, dass ich erst dachte, dass Alman sich demaskiert hat. Ja, wirklich geil. Gut, dass dein Hacker jetzt für dich performt hat. Wenn du schon sagst, es wäre cringe zu verlieren gegen mich, nimm doch einen, der nicht unbedingt gegen Pueblo verloren hat. Und die Sache mit Teil Alter, was? Guck mal, den konnte sogar ein Wandel was schlagen. Was soll man außer einem Husten von so einem Versager erwarten? Verrat mir das mal. Oh, war vielleicht ein bisschen früh, um zu stoppen. Aber ist egal. Also, auf jeden Fall hat schon sehr, sehr gut angefangen mit du brauchst keine besseren Videos, erstmal brauchst du bessere Texte. Und dann noch so als Adlib dieses und bessere Videos. Das fand ich schon ziemlich witzig. Und ja, das auch mit der Winterjacke, du kiffender Wichser. Und erst dachte ich, dass sich Alman demaskiert hat, fand ich auch sehr, sehr gut. Und die Inside-Job-Line fand ich auch gut, dass meine Crew deine schon einmal besiegt hat im VBT. Die Line war als Front schon nicht stark und er hat sie trotzdem recht gut ausgekontert. Und generell einfach, ich musste wirklich bei der Rückrunde von Pete einige Male schmunzeln. Also war gut bis hierhin. Ja, ich finde den Text auch sehr gut. Auch wie er, ich mag den Rap auch auf dem Beat von ihm. Oh ja. Der Beat, muss ich generell mal sagen, den Beat finde ich extrem geil. Und ja, ich hatte, also viele haben geschrieben in den Kommentaren unter der Mike Jones Main Hinrunde so, ah, das ist ja voll der schwierige Beat. Wie soll Pete das denn packen? Da hat er voll den taktischen Beatpick gemacht, aber Pete hat da so geil einfach drauf geflowt. Also kann ich gar nichts gegen sagen. Ja, textlich ist es natürlich deutlich besser, aber ich finde, wenn man jetzt die Rückrunde und die Hinrunde mal nebeneinander sieht, dann ist es schon eher drucklos im Vergleich zu Mike Jones Main. Also Okay. wenn man sich jetzt beides abwechselnd mal anhört, dann finde ich schon, dass da in der Hinrunde deutlich mehr Druck drin ist. Was ja egal ist, weil die Lines dazu eh nicht gut waren. Ja gut, aber gut, das kann man so sagen. Ja, also ich würde auch schon behaupten, also ich glaube, wenn Pete das will, dann hätte er auch mit mehr Druck noch rappen können, denke ich zumindest. So schätze ich ihn zumindest mal ein, aber du hast schon recht, also wenn man die Runden jetzt nebeneinander stellt, hat Mike Jones Mensch schon mehr Druck in der Stimme. Ja, da kann man schon sagen. Gut. Was? Du fuckst mich nicht ab mit dem Beat, nein, der ist du geil. fuckst mich nur ab mit der Stimme, Mann. Wer soll dir glauben, es wäre so geil, wie eine Kiffer-Version von Til Schweiger zu klingen? Ne? Deine Fans haben guten Geschmack, ja, wäre ja auch dumm zu sagen, dass sie keinen Peil haben. Du sagst nur so oft, dass du keine Konkurrenz hast, damit deine Fans dann denken, dass der Gegner verpeilt hat. Und dann noch zu sagen, dass man Style hat, funktioniert vom Sound auch klasse, solange man dann irgendwelche Reime findet. Um vom Style zu spitten, wenn man dann Hiker sieht, punchen etwas so gut wie zu rappen, dass ich Zeilen pitche, ja. Du willst im Viertel einen Beat, du Opfer. Erstens, du läufst schon in einem Viertel rum, und zweitens, ich baue keine Beats für Opfer. Deine Scheißrunde klingt wie ein Freestyle, cool, dass du zeigst, dass ich Beat auch auf Beat rein, dass du mich Community-Kid nennst, würde punchen, würdest du dabei nicht selber so wirken wie ein Kleinkind. Ohne Scheiß, richtig niedlich, wie du in jedem Tag checkst, ob euch ja keiner sieht, yo. Plus, du hast nur Stöhnen im Intro, Stöhnen im Outro und zufällige Farben im Video. Damn!
krasses Konzept, wenn man überspielen will, dass man performt wie ein Stock. Du könntest ja gerne die krassesten Lines haben, aber würdest trotzdem so wirken wie ein Vorrundenopfer. Was meine Mütze? Guck mal deine Haare, du Toy. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn du dich selber anzündest, denn du siehst eher wie ein Joint aus als deine eigenen Joints. Du sagst, dass ich stinke, doch in deine Haare passen ein volles Silo, 3 Tonnen, 4 Kunden, großer Friedhof, paar alte Schlampen, 2 Scampi-Fahnen, eine Affenbande plus Bananenstangen, das Grab von allen, ne Bahnhofshalle und ein Materfall mit so 8 Kadavern. Also was willst du mir grad sagen, Alter? Fick die Bullen! Aua! Entschuldigung. Schau, jetzt hab ich deinen Gehörgang zerstört. Vielleicht. Ja. Also, in dem zweiten Part waren so viele gute Lines dabei, da hoffe ich jetzt einfach mal auf die Notizen, Hi. Genau, die ich überlege die ganze Zeit, soll ich jetzt sagen, die Konrad gemacht hat, weil du heißt ja nicht Konrad, aber die du auf jeden Fall gemacht hast. Nee, also die letzte Line, die war jetzt eher so ein bisschen lustig mit dem unter deine Haare passen, was weiß ich, was alles rein, das war eher so ein bisschen lustig. Aber ich fand die Line zum Beispiel auch gut gekontert mit deine Fans haben Geschmack, wäre auch blöd zu sagen, dass deine Fans keinen Peil haben oder so. Das war ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, die ganzen ja, Lines mit dem dass er klingt wie die gekiffte Version von Till Schweiger. Genau, die Till Schweiger Lines, ja. Die eine. Ja. Noch gut fand ich, dass er eher so aussieht wie ein Joint. Ja. So ein bisschen, wenn er, gerade wenn er noch die Mütze hat, in seinen alten, anderen Runden hat er die ja manchmal. Ah, und dass er so nach links und rechts guckt. Und irgendwie was gegen seinen Gegner sagt, obwohl er selbst performt wie so ein Stock. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja. Ja, er performt wie ein Stock und wirkt dabei wie ein Vorrundenopfer. Das finde ich schon zutreffend. Und er sagt so oft, dass er keine Konkurrenz hat, damit seine Fans denken, der Gegner hätte verpeilt. Das fand ich verbunden mit dem Video ganz cool. Ja. Und er läuft in seinem Viertel rum und er hat... Habt ihr das mit dem Stöhnen schon gesagt? Wahrscheinlich. Mit dem Stöhnen? Nee, glaube ich nicht. Er hat nur Stöhnen im Intro, Stöhnen im Outro. So, ja. Achso, ja, weil er ihn ja damit gefrontet hat, dass er nur so Einschnitte im Intro und Outro hat und zwischendurch ein Feature-Part. Mhm. Ah, und die Sache, dass man, wenn man Young Hiker sieht, dass er dann irgendwas von Style redet. Fand ich auch ganz lustig. Ich meine, Two Fields ist mittlerweile eigentlich ein sehr, sehr guter Rapper geworden, den man sich ganz gut anhören kann, aber es bezogen auf so Young Hiker, so damals noch aus dem VBT Elite, fand ich das schon ganz witzig. Ah ne, Elite war es ja nicht mal. Oder doch. Was? Doch, war es Elite? Doch, ja. Angefangen hat mit Young Hiker, okay. Punkt an Pete. Mhm. Ja, auch. Auf jeden Fall. Hinrunde Pete. Peter. Oh, 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 oh. Ja. Oh, oh. Was ist das für Musik, Mann? Das sind keine Tracks. Du machst keine Tracks übers Kiffen, du gibst über Tracks. Du fühlst, mach nur Hook und am Ende nennst du die verdammte ganze Pisse dein Track. Ja, du bist in den Heads, Alter, krass, Mann. Ich glaube, da war Pyblo Esco, war der zweite Platz. Du bist nicht auf der Eins, Mann, wie scheiße ist das? Wie scheiße ist das? Mann, wie scheiße ist das? Du verloren hast gegen Jeremy. Alter, was? Hast du mal gehört, wie der Rap? Der hat nicht einmal mehr Wörter am Text. Alter, wie kriegt da bitte kein Bürgerreflex? Alter, jeder deiner Gegner war langweilig. Keiner hat was Eigenes. Du sagst, es sind keine guten Lines möglich, nur weil du das dann am Ende nicht geil gerappt kriegst. Alle deine Zeilen basieren auf Marginals zum Schreibschein. Deine Pass klingen alle gleich, du machst nur Damn und die RBA feiert, als haben wir nichts von Innovation. Morty ist Morty und Fitch in Hamburg. Okay, du weißt nicht, wie man es formuliert, Alter, du weißt nur, wie man betont. Fuck, Digga, wer peilt die Kacke? Dein ganzes Style ist Kacke. Alle reden hier von der Mike Jones Main, aber ich glaube, Mike Jones Double. Und jetzt hol dir wieder Jeremy. Nur um eine paar RBA-Fronts zu kontern, damit auch die letzten Zuschauer schon weit vor der Mitte des Videos einen Anfall bekommen. Ja, also ganz stark fand ich die
Die Lines mit dem Damn und die RBR feiert, also die fand ich schon gut, die Line. Und die Line davor fand ich auch relativ gut. Ich kann sie jetzt nicht genau wiedergeben, aber die war sehr, sehr gut. Und ja, sonst die Genemy-Lines und so, okay, kann man bringen, aber die haben jetzt nicht so ultra krass gepuncht. Aber auf jeden Fall, deine Zeilen basieren auf marginalstem Scheiß, war auch sehr, sehr geil. Und du sagst, du kannst nichts Gutes zu Gegnern schreiben, weil dir halt nichts, oder weil du es nicht ordentlich gerappt kriegst, genau, oder nicht ordentlich formuliert kriegst. Und das ist halt generell die Art, wie Mike Jones-Mann seine Angriffs oder seine Fronts schreibt, hat er kritisiert mit dem Morty is Morty, weil das halt das Offensichtlichste ist, und Sitch bei Team Hamburg, auch ganz lustig, weil er die halt gefeatured hat. Ja, sowas halt. Ja, ich fand noch, du kannst nur betonen, fand ich ganz gut. Die war auch nicht schlecht, ja. Okay, gut. Ja, war schon ganz gut. Ey Bro, wenn du weiter so kiffst, dann tut dir das glaube ich nicht gut. Wenn du dein Gras so liebst, warum sind deine Joints zur Hälfte aus Luft? Damit fühle ich mich vor Freunden schämen. Was willst du mir das kaufen? Ey Bro, wenn du weiter so kiffst, dann ist mir das völlig egal. Aber wenn du deine Shit-Joints nicht deutlich besser brauchst, dann gib's doch ab. Deine Tüten sind nicht mal eine 9 von 10. Was willst du mir denn von Joints erzählen? Bis hattest du nur Müll, aber jetzt bist du raus. Noble Chat mit Adlib-Rappern kenn ich mich auch. Orangen in deinem Clip, deren Flavor ist gut. Die sind nicht einmal gepresst und trotzdem fresh als du. Also hier muss ich gerade mal sagen, die Orangenline wäre eigentlich gut, aber wenn, da muss ich jetzt gerade schon mal vorgreifen, wenn Mike Jones-Mann die wirklich nicht im Video hatte, ist es natürlich schlecht recherchiert. Ich weiß es nicht genau. Aber grundsätzlich wäre die Line normalerweise sehr gut gewesen. Und das mit Noble Chap fand ich auch gut. Ja, und das mit Noble Chap war auch nicht schlecht. Du bist kein Battle MC, auf mich wirkt dein Geflex sehr wie Epilepsie. Plus du siehst aus wie ein Mix aus Avril Lavigne und Nanny McPhee. Du sagst dauernd Fan, aber das lassen nur noch weiße Basketballer sagen. Hat ja aus der Gang keiner gesagt. Alter, doch ich hab, oh damn, letztlich auch mal gegoogelt. Und glaub, dass du das nur sagst, weil du dauernd nach Atem suchst. Doch ich glaub, du hast da ja was anderes im Kopf. Wie dein Odem ist Feuer, wie bei einem Drachen-Pokémon. Wieder sieht man sich die RBA-ler wiederholen. Vielleicht macht dir Jenemia noch ein Kammernbär als Trost. Du bist der fleischgewordene Jugendlichenkreis, wo nach einem Zug vom Joint für alle jeder Hurensohn schon breit ist, Alter. Mir ist scheißegal, dass du auf Fotos dein Gras zeigst, aber pass mal auf, dass MRO dich nicht anzeigt. Kiff dich zu, Mann, du hast auch eine Ausrede am Start. Du kannst ja sagen, dass Gras für dich eher eine Ausstiegsdroge war. Also ich muss sagen, ich fand die ganzen letzten Lines richtig gut. Also die, angefangen mit dem jugendlichen Kreis, die Line, und dann die MRO-Line und dann noch die Ausstiegsdrogen-Line, fand ich alle sehr, sehr gut. Die Lines davor, da hat mir ein bisschen so das Wissen gefehlt, also mit dem Pokémon, die Line war mit Sicherheit auch nicht schlecht, aber ja, ich kenne mich nicht so mit Pokémon aus, muss ich ehrlich sagen. Und auch die Oh damn, gegoogelt, irgendwas mit Atmen-Line, die habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht kann ja jemand von euch erklären. Davor Odem. Die Lines wüsste ich jetzt nicht. Odem ist einfach Altdeutsch für Atem. Ah, okay. Also O-D-E-M. Das ist eigentlich ganz okay. Da versteht man auch die Drachen-Pokémon-Line, also denke ich mal. Sein Odem ist Feier. Dann wird er halt Draht, ja, dann wird er halt Feuerspein. Es gibt, glaube ich, sogar eine Feuerattacke namens Feuer-Odem. Oder eine Drachenattacke. Feuer-Odem, okay. Ja, und ja. Ja, nur so als Hintergrund. Mhm. Ja, aber gut zu wissen. Also ich meine, das kann einem ja auch immer helfen, so eine Punchline zu verstehen. Aber ja, dann ist das auf jeden Fall alles nicht so schlecht gewesen. Nur die mit den Basketballern, die fand ich jetzt so, geht so. Und auch die mit Avril Lavigne, also weiß ich auch nicht, ob die so unbedingt krass war. Vielleicht habe ich sie auch nicht verstanden, aber fand ich jetzt nicht so heftig. Reimt sich aber. Ja, reimt sich. Okay. Du kannst nichts als flexen, ey, du weißt.
weiß nicht, wie man puncht. Was willst du mir sagen? Deine beste Zeile ist verdammt. Und du hast keine Lust. Und wir haben keine Lust. Und dir bleibt keine Zeit, denn du weißt, dass es halt. Zur Hook muss ich auch nochmal gerade sagen, also ich erwähne das ja auch immer ganz gerne, wenn die Hook auch wirklich puncht, und ich finde, die hat gut gepuncht, also du kannst nichts als flexen, du weißt nicht, wie man puncht, fand ich sehr, sehr cool, und du hast keine Lust, wir haben keine Lust, fand ich auch sehr, sehr cool, weil er immer sagt, er hat keinen Bock und so. Also, ja, oder halt deine beste Line ist verdammt. Ja, und deine beste Line ist verdammt, das ist auch noch gut, ja. Also gute Hook und klingt auch gut auf jeden Fall. Dieser Fetzen ist das Outfit wirklich gut gewählt. Ja. So halten sich Passanten von dir fern, wenn du dich wie ein Bedürftiger bewegst. Ey, so könntest du ein Bösewicht aus Stanley Comics sein oder eine potenzielle Castingwahl für Mary Poppins. Und überhaupt, was soll der Regenschirm, der kommt nicht geil, Mann. Weißt du, das ist ja ironisch, weil die Sonne scheint, ja. Was, Mike Jones Main, du bist nur Inside Jobs, Mike Lotzkowski mit tausend Türen, von denen er selber aber keiner aufkeilt. Jeder sieht, du wärst doch so viel lieber schwarz. Lass mich raten, du hast nur eine Scotch-Therapie gemacht. Das ist sicherlich alles nur Schminke und sonst nichts. Ohne die sieht Tamo neben dir aus wie Morty. Klingst du jetzt wie Lance Butters Bluff oder wie keiner? Hä? Genau genommen klingst du nur ein bisschen wie Til Schweiger. Und das passt auch ziemlich geil, weil deine Lyrics sind echt peinlich. Plus die Videos so scheiße, dass die niemand sonst erhalten, Alter. Du kannst nichts als flexen, ey. Du weißt nicht, wie man puncht. Was willst du mir sagen? Deine beste Zeile ist verdammt. Und du hast keine Lust. Und wir haben keine Lust. Und dir bleibt keine Zeit, denn du weißt, dass es... Ja, also zweiter Part fand ich jetzt nicht ganz so stark. Also noch die Lines da am Anfang mit dem Regenschirm. Das ist ironisch, weil die Sonne scheint, fand ich gut. Davor die Line, da fehlt mir leider auch wieder der Kontext, weil ich keine Stanley-Comics kenne. Und die schwarzen Lines waren ganz okay, die mit Morty drin war ganz nett, aber weiß ich nicht, ob das nicht so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wird, keine Ahnung. Ja, ich fand Part 2 auch nicht so gut. Okay. Er bewegt sich wie ein Bedürftiger. Und er sieht aus wie Mary Poppins. Ja, wie aus einem... Ja, die fand ich aber eigentlich ganz gut, dass er... Ja. Da in dem Hinrunden-Video, glaube ich, gegen Morty mit dem Sonnenschirm. Ne, das war das Rückrunden-Video, wo wir gesagt haben, der Konter war so beschissen und alle haben den so voll abgefeiert. Das war ein bisschen peinlich. Aber ja, kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, also das mit Mary Poppins, mit dem Schirm und so, das kann man eigentlich alles sagen, ja. Also es sind jetzt keine Überpunchlines, aber es sind solide. Okay. Du bist ein nerviger, hässlicher Penner und für dich ist schon die Cam ein zu heftiger Gegner. Kriegst du nicht mal von den RBA an deinen Support, Alter. Selbst die Ananas hat charismatischer Performance. Und dein Video, Mensch, der Wichser, ey, das muss doch ein Scherz sein. Er fragt dich, wie er graden soll und du nur so, yeah. Keiner peilt, was du machst und das in 2018. Geil. Ja, dann fick dich halt und komm irgendwann anders wieder. Also da fand ich, waren jetzt noch einige sehr starke Lines dabei. Die Cam ist dein größter Gegner. Hat man dann auch in seiner Hinrunde gesehen, so ein bisschen. Das hat Pete ja dann auch nochmal relativ schön in seiner Rückrunde erwähnt. Und die Line mit dem Grading, natürlich, die ist super. Auch die super delivered vor allen Dingen. Da musste ich auch ein bisschen lachen beim ersten Mal. Und die Line mit dem keiner peilt, was du machst, das sind 2018, dann verpiss dich und komm wann anders wieder, fand ich auch gut. Ich fand das mit der Ananas noch gut. Weil die stimmt, die war wirklich im Video. Ja, das stimmt, ja. Die war, glaube ich, in seiner Quali und der VR1 und so. Die kam, glaube ich, öfter sogar vor die Ananas, ne? Und die hat wirklich charismatischer performt. Ja, okay. Dann hören wir mal in den Konter von... Uppala, ne, das wollte ich jetzt nicht. In den Konter von Mike Jones Main rein. Damn. Ich steh wie so weg, dir das trifft. Ha, du machst dich lächerlich, Bitch. Wenn einem Typ namens Gabriel mein Jenny's gefällt, ist das besser für mich. Schwer. Ich steh wie so, checkt dir das nicht. Wer denkt,
deine Texte sind sick. Ich glaube, er kann so einem gar nicht erklären, wie viel Verständnis dem fehlt. Was war das für ein Einstieg? Das stimmt mit dir nicht. Ich kiff über Tracks. Wenn mir so jemand erzählt, der versteht den Sinn von meinem Text nicht. Red über Adlibs. Nur erzähl mir nichts von Weak und dir lieber weniger Ecstasy. Der hat angenommen, dass ich Erster bin, aber ich hab verloren gegen Jeremy. Du hast nicht meine Chance, ihn zu battle, Pete. Du hast nicht meine Chance in der Entry League. Alter, wie scheiße ist das? Wie scheiße ist das? Wie scheiße ist das? Du nicht mal in den Heads bist, aber meinst du was passt? Oh Mann, ich schätze, die Scheiße ist krass. Du kannst total formulieren, aber den Shit ist in deinem Raum cool. Du nennst dich marginal, ich sag, dass du kreativer als du. Der Shit war nicht du, der Typ in der Hook klingt auf deinem Beat besser als du. Dabei ist der nicht mal cool. Dicker Pete, du brauchst Vitamine oder so, wie deine Stimme leiert, stellenweise bisschen heißer. Du hast wahrscheinlich viel gefeiert, als du mein Shit recherchiert hast. Ist dir dabei nicht aufgefallen, dass ich im Video keine Orangen hatte, aber Morty die gleiche Line. Die Hälfte deiner... Okay, bevor wir uns jetzt die Too Feel Zock anhören, was sagt ihr denn zum ersten Part? Ich muss sagen, ich hatte da und habe auch immer noch so ein paar Verständigungsprobleme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man ihn teilweise nicht so gut versteht. Vielleicht ist es aber auch nur mein persönliches Empfinden. Also die Line mit der Orange, ganz klar, die war sehr, sehr gut gekontert. Auch dann in dem Kontext, dass er viel recherchiert hat, weil er seinen Shit feiert. Okay, kann man auch sagen. Ja, und dann am Anfang die Gammel-Lines, da habe ich ein bisschen was von verstanden, aber danach glaube ich gar nicht mehr so viel. Ich hoffe, da habt ihr mehr aufgeschnappt als ich. Ja, also man kann es, also ich kann es schon verstehen, aber ich finde, es klingt einfach nicht gut und ich finde eigentlich bis zu der, du hast meinen Shit gefeiert und recherchieren die Lines davor, fand ich alle irgendwie gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich meine, er hatte irgendwas geredet noch von der RBA und so, aber ich habe leider echt nicht mitbekommen, was genau er da sagt. Ja, Pete hätte nicht mal eine Chance in der Entry League und könnte nicht mal, also hätte nicht mal die Möglichkeit, Jeremy zu battlen. Aber das ist halt auch sehr, sehr simpel jetzt. Okay, das ist wirklich sehr, sehr simpel. Also, ich denke schon, wenn die RBA noch so richtig aktiv wäre, dass man da noch überhaupt die Möglichkeit hätte, von der Entry noch bis in die Heads aufzusteigen, dann würde Pete das vielleicht sogar packen, wenn er das wollte. Also, das ist, glaube ich, sehr, sehr dahergeredet auch. Apropos RBA, habt ihr eigentlich Hydrogen gegen Raigo gehört? Habe ich nur gesehen, dass es jemand in der VBT-Gruppe gepostet hat, aber ich habe es mir noch nicht angehört, ne? Ja, gibt es auf YouTube. Ist wunderbar. Also, ist richtig gut geworden, das Battle. Okay, muss ich mal reinhören, auf jeden Fall. Weil Hydrogen und Raigo mag ich eigentlich beide ziemlich gerne. Ja. Ja, sonst noch jemand was zum ersten Part von The Mike Jones Main? Ja, also er meinte, Pete kann formulieren, aber nicht delivern. Das ist halt dann genau andersrum gedreht, wie Pete es ihm vorgeworfen hat. Das ist, weiß ich nicht. Aber nicht richtig. Also ja. Allein wenn man dann schon sieht, wie Pete so die Line mit dem Color Grading delivered hat, also kann schon sein, dass der auch den einen oder anderen oberflächlichen Punch in seiner Hinrunde drin hatte, ne, wo er einfach nur irgendwas gesagt hat, das aber nicht wirklich verpackt hat, aber deswegen dem vorzuwerfen, dass es eigentlich umgekehrt ist, ist, naja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Gut, ja, irgendjemand muss ja hier für die Flachwitze zuständig sein. Gut, aber prinzipiell fand ich auch den Flow von Mike Jones Main auf dem ersten Beat etwas anstrengender als den von Pete. Obwohl das viele auch wieder anders sehen in den Kommentaren. War nicht aber unbedingt. Ich muss sagen, dafür fand ich den Flow auf dem zweiten Beat ein bisschen besser als den von Pete. Auch wenn die Hook auf dem zweiten Beat scheiße war, aber da kommen wir noch dazu. Okay, hören wir erstmal die meiner Meinung nach relativ gute Too Feel Zock. Yo, keine Orangen hatte, aber Morty die gleiche Line. Die Hälfte deiner Lines kommt von anderen MCs und die andere Hälfte ist mies. Du bist lächerlich, Pete. Warum warst und berappst du einen Beat, der dir eindeutig selber nicht liegt? Du bist lächerlich, Pete. Und wieso denkst du, es wäre cool, deine Texte mit Memes zu befüllen? Du bist lächerlich, Pete. Deine Rapper ist weak, deine Texte sind weak, selbst die Adlibs sind weak. Du bist lächerlich, Pete. Hättest du den ersten Beat mal lieber weggelassen? Weil so fällt jedem auf, wie wack du Spaß bist. Red mal über Videos oder Adlibs. Aber wozu machst du zwei Runden, wenn du in der ersten schon bewiesen hast, dass du wack bist, Alter? Ohne Schiss. Ah. Heftiger Peak, Dicker, du siehst aus wie so ein Nagetier auf Gates. Ich bin wie Avril Lavigne, dir musikalisch überlegen.
ohne Spaß, Pete, erzähl mir nichts von Performance. Du grinst, anstatt was zu sagen und hebst ein paar Mal die Arme, Mann. Dein Video lebt nur von den Location und der Beleuchtung. Tritt in deine Visage, verschwimmert gar nicht die Lage. Deine Videos sind halt immer nur so gut wie deine GoPro. Du chillst am Bahnhof mit Gammel, du Pete, noch war die Verarme. Leicht zu erkennen, dass hier verschwimmt, das fehlt für den Chip Pete. Wenn du meinen Rap auf nur ein App reduzieren willst, ein Punch war lame. Den Chip kann ich dadurch kontern, dass ich einen Basketball in meiner Hand hab. Das oder ein Wortspiel war auf jeden Fall durchdacht, abgesehen von der Aussage, dass ich bei Mark mit Pausen lasse. Du bist vollkommen verwirrt, ist. Nimm das mit den Drachen-Pokémon als Kompliment, aber toll formuliert, Piet. Ja, also am Anfang sind so ein paar Lines gegen das Auftreten von Pete in seinen Videos und eben auch die Videos an sich von Pete. Es ist ein netter Ansatz, allerdings weiß ich nicht, ob es halt noch so richtig trifft, wenn Mike Jones Main das sagt. Das ist halt immer so die Frage. Also grundsätzlich finde ich die Lines gut gekontert, aber er ist ja selbst nicht besser. Es ist immer die Frage, wie man es dann eben wertet. Und die Line mit dem Odem, die fand ich nett gekontert. Also das war schon in Ordnung, das kann man so machen. Und ja, die mit der mit Avril Lavigne und so, musikalisch überlegen. Also sonst muss ich sagen, war jetzt kein richtiges Highlight dabei. Jo. Er sagt am Anfang irgendwas, du siehst aus wie ein Nagetier auf AIDS. Wie kann man denn auf AIDS sein? Sagt er nicht auf Age? Ach, auf Age. Also, das würde zumindest für mich eher Sinn ergeben. Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich die Line nicht mal mitbekommen. Aber es würde für mich eher Sinn machen, wenn er auf Age sagen würde. Ich weiß es aber nicht. Ich habe die Line nicht wirklich rausgehört. Wahrscheinlich, weil ich sie zu belanglos fand oder so. Ich kann mich jedenfalls... Ja. Ja. Aber er flowt schon sehr, sehr gut auf dem Beat. Also das auf jeden Fall. Also da finde ich den Flow teilweise sogar besser als den von Pete. Aber dafür kommt jetzt eine Hook, die wirklich relativ enttäuschend ist. Also wenn man das mit der Hinrunden-Hook von Pete vergleicht, die ich wirklich sehr, sehr feiere, ist das schon ein bisschen schwach. Aber gut. Will sonst noch jemand was zu dem Part sagen? Gut. Ja. Dann weiter. Du sagst, du hast keine Lust, aber machst dann zwei Runden, die Scheiße ist simpel. Dafür, dass deine Lines hingeschissen sind, weil dein Text zum größten Teil nicht mal Sinn hat. Du kannst dich mal wirklich gut bewegen, wie du wild gestikulierst, damit jeder überhört, was du da redest. Du klingst, als ob dein Ticker dich bescheißt, wo in der Runde jeder einmal am Joint zieht und niemand heißt. Du Gangster, häum mich mal nicht voll, Bitch. Lieber ein Schirm an einem heißen Tag als deine vollgeschwitzte Wollmütze. Fällt dir was auf, Pete? Leute, die deine Texte feiern, kennen die Monster-AG auswendig. Pete, deine Stimme grenzt an den Defekt. Kann dann, ob es davon Ratiofarm was gegen gibt. Vielleicht kannst du dich operieren lassen, um besser zu klauen. Pete, du Spacken, vielleicht hilft dir mit Delfinoplastik. Der Shit ist krass, du redest nur darüber, dass ich nicht schwarz bin. Ich red nur darüber, dass du weg bist, aber mir fehlen Panzer. Dicker von deinen Parts macht nur die Hälfte Sinn. Du füllst deinen Text mit random Bars, weil du random bist. Mit den Zeilen über mein Aussehen trollen. Du bist halt echt nicht der Typ, der sich daran aufhängen sollte. Eher der Typ, der sich wegen so einer Scheiße aufhängen sollte. Im Gegensatz zu dir kann meine Geheimnis mit mir aufnehmen, boy. Aber ey, schick mir schon mal ein Beat. Fuck. Also, ganz kurz, das waren jetzt zwei der ältesten Lines, die ich jemals gehört habe im Outro. Das, du kannst es nicht mit mir aufnehmen, im Sinne von aufnehmen und Video aufnehmen und du sollst es nicht aufhängen und du hängst dich daran auf. Ja, das stimmt schon. Also die Line, die hat man nicht zum ersten Mal gehört. Also die schwarzen Lines fand ich ganz nett gekontert, weil die waren ja so schon als Front jetzt nicht ultra stark und er hat sie einfach damit gekontert, dass Pete selbst sagt, er würde keine Angriffsfläche finden, aber dann selbst mit so einem Kram wie den schwarzen Lines frontet, okay, kann man machen, auch wenn er die Lines damit nicht direkt gekontert hat, aber er hat sie zumindest ganz gut, ja, zurückgeworfen. Und das mit der Monster AG, das war das eigentlich eine starke Line mit Mike zu Klotzkowski oder wie der heißt, in der Hinrunde von Pete, ich weiß es gar nicht.
Ja, ich habe den Hinrunde nicht ganz verstanden, aber ich finde die Konterline eigentlich ganz gut dazu. In der Hinrunde war die Line: Du bist Inside Jobs Mike Gloskowski mit 1000 Türen, von denen er selber aber keine aufkriegt. Ich meine, bei Monster AG ist es, glaube ich, so, dass sie durch so Türen gehen und dann in den Zimmern von den Kindern da sind und die zu erschrecken, ja, oder so, ne? Aber warum keine aufkriegt? Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf, den Film. Aber, ja, keine Ahnung. Ich habe die Leine. Ich dachte, vielleicht irgendwie meint das so, dass Inside Job ihm alle Möglichkeiten bietet und er aber nicht schafft, sie zu nutzen. Quasi. Ah, okay, ja, doch. Das in dem Kontext ist die Leine. Aber ich weiß halt nicht, wie sie sich jetzt auf Monster AG speziell bezieht, ob Mike Lutzkowski jetzt irgendwie immer ein Problem damit hatte, die Türen zu öffnen, weil er so klein ist vielleicht. Keine Ahnung. Aber ja, in dem Sinn ist die Line schon nicht schlecht. Aber die Konterline eben auch nicht schlecht mit dem Monster AG. Ja. Also für mich ist das zwar in hier jetzt Hinrunde Piet, Rückrunde Mike Jones Man ein bisschen knapper gewesen, aber es ist trotzdem für mich ein 2-0 an Piet. Ja, für mich auch. Ja, sehe ich genauso. Hallo? Hallo? Ich denke mal auch 2-0 oder 2-1. Okay. Ja. Ich finde es schön, wie in den Kommentaren und auch im Forum die ganzen MJM-Anhänger jetzt so sagen, was, Piet hat doch nichts eigenes, MJM hat den krassesten Style. Ja, muss man das immer so... Ja, es ist schon nicht, krass, also... Unter die Nase reiben. Unter den Runden von Mike Jones Main sind halt auch, also ich meine, ich gönne dem das, ne? Da sind durchweg positive Kommentare. Aber battletechnisch waren es halt echt nicht die stärksten Runden, aber... Es gibt halt so viele Leute irgendwo bei so Meinungsumfragen oder so, die auch sagen, Mike Jones Main hat das Ding 2-0 gewonnen. Ja. Da frage ich mich halt einfach, woher kommt das? Also kann man das begründen irgendwie? Ich weiß es nicht. Also ich kann es noch verstehen, wenn man es irgendwie 2-1 für Piet oder so, aber... Ja, hier Brian schon unten. Überladenster, aber textlich beste Mike Jones Main Runde. Ja. Was? Ich weiß nicht. Also ich fand die Rückrunde gegen Morty deutlich besser. Ja. Yep. Nach mehrmaligem Hören dann. Naja. Okay. Brian ist nicht Hip-Hop. Nein, Brian ist sowas von nicht Hip-Hop, Alter. Voll der Dulli. Okay, gut. Ja, mit dem Fazit kann man das, denke ich mal, ganz gut beenden. Ja, ich wünsche mir Piet im Viertel. Ich hoffe, das wird auch so sein. Gut. Okay. Tschüss.